Es ist eine der größten Demonstrationen in London seit Jahren. In der britischen Hauptstadt gehen Hunderttausende Menschen gegen den bevorstehenden Brexit auf die Straße. Viele Teilnehmer sind aus entfernten Winkeln des Königreichs angereist. Ihre Forderung? Ein zweites Referendum, in dem sich eine Mehrheit für den Verbleib in der EU aussprechen würde, sind sich hier viele sicher. Ich bin wirklich wütend über das ganze Chaos. Sie können sich nicht einigen und niemand hat das zu Ende gedacht. Ich glaube nicht mal, dass die Leute, die uns in den Brexit getrieben haben, jemals einen Plan hatten. Sie haben ja nicht mal geglaubt, tatsächlich zu gewinnen. Wir werden von einer Tyrannin regiert. Wir müssen Artikel 50 rückgängig machen und wenn das nicht geht, brauchen wir ein zweites Referendum. Auch im Internet machen die EU-Befürworter mobil. Einer Online-Petition für eine zweite Volksabstimmung haben sich fast 4 Millionen Menschen angeschlossen.